Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, wir haben das letzte Mal, haben wir alle Sachen erfüllt bei ihm. Ja, doch. Und wir können ihn jetzt bequem herausfordern im Prinzip. Und das machen wir auch direkt. Wir werden jetzt sofort loslegen. So, dann werden wir ja mal sehen, was du so drauf hast, JV. Und ich hoffe, dass ich seinen Wagen kriege, weil dann verkaufe ich nämlich meine Viper, weil seine Viper hat nämlich so ziemlich alles eingebaut. Epischer Moment und so. Kannst du mir mal die Arschbacken knutschen? Kannst du mir immer noch die Arschbacken knutschen? Ah! Das Auto hat dich aufgehalten, wa? Haha. Ja, fahr du mal. So. Boah. Jetzt geht's hier aber los, du da. Boah, ich fahr den gleichen Weg wie er, ey. Haha! Lucky Draw für mich! Okay, diesmal nicht. Aber ich bin ja immer noch mit 200 Kamera vorne. Und der sieht gesehen, macht das ja eigentlich nicht viel. Direkt vor seine Nase gesetzt, ey. Nein, mein Freund. Hier geht's nicht lang. So, wir haben, glaube ich, einen Sprint, einen Drag. Weiß ich gar nicht. Hui, der war schön. Oh Gott. Ach, da lang noch. Oh Gott. So, und 1470, 1260. Das sind doch sehr schöne Zahlen, finde ich. So, und... Ja, Mann! So geht das doch. So, auf geht's zum Drag. Drack. Dreck und so. Oh Gott, nicht der. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich glaub das nicht. So. So. Ja. Oh ja. Ach nee, come on. Really? Ach. Ich hasse diesen Track. Ja, der Track ist meiner, glaube ich, auch schneller. Der Wagen. So, und rum damit. Oh oh, oh oh. So.
Und? Wo war er? Wo war er? Wo war er? Wo war er? Wo ist die Rennstatistik? Da. Der war direkt hinter mir. Alter! Aber das ist ein sehr schönes Bild. Alter, war der dicht hinter mir. Da habe ich es dann doch beim dritten Anlauf geschafft. So, endlich. Das letzte Rennen. Und dann werden wir ja sehen. Wow. Du mich auch. So, jetzt weiß ich auch schon, wo das lang geht. Das kann sehr, sehr lustig werden. Oh Gott. Oh Gott. Okay, 313 Uhr, der dürfte schneller. Nö, 204! Nein, was hast du gemacht? Uiuiui! Ui, ui. Wow! ...272, sehr schön. Keine Sprungkamera, hätte ja sein können, dass hier eine Sprungkamera... Wow! Kommt! Oh Gott! Oh Gott! Nicht die Stelle! Oh, Gott sei Dank, habe ich es doch noch geschafft. Mit hoher Geschwindigkeit da durchzubrettern. Alter, das Rennen ist ja gleich zu Ende. Seine Strecken sind ja wirklich recht kurz, ne? Will ich mal so sagen. Okay, das war eigentlich nicht so geplant, aber egal. Und? Zack, durch. Schön. 54.000 und wir haben es geschafft. Boah. Der ist awesome gewesen. Du kannst jetzt aus zwei Symbolen wählen. So. Und? Nein. Und? Nee, gibt's nicht. Mann. Habe ich die doch nicht gekriegt. Ich glaub's nicht. Warum habe ich seine Karre nicht gekriegt? Ah. Na egal. Ronnie McRae. Ronald McRae. Ronnie, Wagen Aston Martin DB9. Stärke Polizeiwagen zerstören. Du kennst ja Ronnie. Dieser neureiche Sack hält sich für einen echten Gangster. Was für einen Schwachkopf. Hat seine Karre von seinen Eltern geschenkt bekommen. Aber lass dich nicht täuschen. Fahren kann der Typ. Er war in jeder Rennfahrschule, die ich kenne. Jo. Chippy. Ronnie McRae, Ronald, ja, wir haben es geschafft, Top 4. Nummer 4 auf der Blacklist. Hört sich gut an, oder? Auf der Straße heißt es übrigens, dass Razor den Schwanz vor dir einzieht. Alle wissen, was passiert ist, aber die Sache zwischen dir und Razor ist allein deine Angelegenheit. Ab jetzt solltest du dich um nichts anderes mehr kümmern. Mach ich doch nie. Na gut, dann gehen wir mal die Corvette ein bisschen auf, Pim. Ich kriege ja sowieso erst den Motor bei Ronnie, von der sich gesehen. Werd ich mal gucken. Wir haben nichts freigeschaltet, oder? Ne, bei ihm schaltet es auch nichts frei. Ja, wozu gucke ich überhaupt nach Ausrüstteilen, wenn der Wagen sowieso nichts kriegt, von der sich gesehen? Ja! Werde ich mal kurz gucken, wie viel Geld wir haben. Jo, beachtliche 155.000. Das ist sehr schön. Ja, die Dodge Viper kann ich, glaube ich, soweit ich weiß, nicht weiter auftunen. Den Cayman glaube ich auch nicht, soweit ich weiß. Den da, oh Gott, ne, den werde ich nicht aufmotzen. Warte, hat der zwei unterschiedliche? Nein, ich dachte schon.
Ja, den werde ich auch nicht weiter aufpimpen. Den könnte ich höchstens weiter aufpimpen. Weil das ja unser Verfolgungswagen bleibt. Von der Sicht gesehen. So. Tuning, was hast du denn so Feines? Den Ultimate-Motor kannst du sowieso nicht. Den Ultimate haben wir schon drin. Das Fahrwerk haben wir noch gar nicht drin. Okay. Nos? Haben wir auch noch nicht drin. Okay. Reifen? Haben wir schon drin. Haben wir auch noch nicht mal drin. Okay. Der hat ja so gut wie kaum was drin. Okay. So. Halt. Bleiben mir ja noch 100.000 übrig. Alter Vater. So. Mal ein bisschen Wagentuning noch betreiben. So, ich werde mal kurz trotzdem mal gucken, ob ich nicht den... Der ist ja jetzt schon besser. Ich guck mal kurz, ob ich den noch auftunen kann. Wie gesagt, das wird, wenn ich es gut hinkriege, meine Razorbeat-Karre. So. Mal gucken, was wir da noch gar nicht eingebaut haben. Okay, das ist ja klar. Das Getriebe, aber auch noch gar nicht eingebaut. Alter! Wenn ich Pech habe, kann ich nichts einbauen mehr. Oh oh, FPS-Einstürze, was ist los? Aha, da haben wir es doch. 86, puh! Oh, mir fehlen genau 2000! Ich glaub's nicht! Mir fehlen genau 1000! Ja, weißt du was, dann werde ich die Bremsen mal entfernen. Dann werde ich mal kurz Radarfalle machen. Nein. So, nein. Das wollten. Nee, warte, genau. Hat er einen Rack? Ja, hat er. Okay, ich werde einfach mal gucken, ob ich es mit dem Wagen schaffe. Werden wir ja dann sehen. Mann, das lief gerade so gut gegen Lamborghini, Mann. Alter. Lecco mio, Alter. Geht der aber ab, du. Ich schaff das noch! Ja, Leute, Alter! Ich hab ihn gegen Lamborghini durchgesetzt! Alter! Mamma mia, Alter! Lecco mio, Alter! Oh Gott, Alter! Scheißen Dreck! Man unterschätze nicht den Lexus, ey! Der geht aber jetzt auch ab, du, das glaubst du gar nicht, ey. So, hier hatten wir alles, genau, Ultimate. Hier hatten wir auch alles, genau, Ultimate. Hier hatten wir auch alles, genau, Ultimate. Nur die Bremsen waren nicht, ne? Nö. Den können wir sowieso erst später einbauen. So, das Getriebe hatten wir ja gerade eingebaut gehabt. Ja, perfekt. So! Wollen wir mal mit dem ein bisschen fahren? Irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. So, nein. So, das da.
Boah, geht der ab, ey. Mamma mia, ey. Was? Wie viel müssen wir denn da erreichen? Oh, 285. Hehehehe. Ja, machen wir die mal. Das war epic gefailed. Ich glaube, das kann ich auch, glaube ich, knicken bei dem hier. Ja, das kann ich mit dem hier knicken. Alter, nee. So an sich im Rennen ist das zwar gut, aber nee. Alter! Scheißendreck! Da besteht ja kaum Unterschied! Ah, egal. Mit denen dürfte es aber machbar sein, von der Sicht gesehen. Mit denen geht das schon. Die haben aber auch mehr Power. Ich bin gespannt, wie ich das mit Razer anstellen will. Hat da jemand auch schon gesagt, wie ich das mit meinem, mit der... Ach, come on, really? Ach komm schon! Ach komm on! Really? Mann! So viel fucking Scheißverkehr, weißt du? Ja, hier wieder, weißt du? Ja, da! Oh Gott, ne. Meine Fresse nochmal. Geht doch, Nummer 1. Nee, mein Freund. So einfach wird das mit mir nicht. Ich glaub's ja nicht. Ach, okay, dann machen wir halt eben ein paar Rennen. Ist mir auch egal. Wenn die Bullen mich da die ganze Zeit nerven, dann... So, weg hier. Egal. Danke. Hat mir sehr geholfen. So. Haben wir es doch. Doch die zwei überholt. Alter, ich hasse diese Ecken. Ach, komm schon. Really? Ach, komm on! Sag mal, mag mich der Verkehr jetzt nicht mehr, oder was? Oh, leckt mich doch. Oh, oh. So. Ja, sag mal, der Verkehr will mich auch trollen, oder? Alter, was ist denn jetzt los? Danke! Hab mir geholfen? Meine Güte, du. Oh Gott, es ist einfach zu viel Verkehr. Danke, endlich. Alle beide kleben geblieben, ey.
Und ich natürlich einen schönen Dreh eingelegt. So geht das doch. Alter. Sag mal. Der Verkehr ist aber heute auch ziemlich tollwütig. Kommt immer dann, wenn ich es nicht haben will. What the? Ganz zu knicken.